Da war ich zum ersten Mal stolz, ein Nigger zu sein. Das war ein Paradigmenwechsel. Mein Vater hat zwar die ganze Zeit mit mir so darüber gesprochen, aber letztendlich hat es Hip-Hop gebraucht, damit ich auch lernen konnte, aufrecht zu bleiben. Also mein Vater hat es immer mit Jesus verglichen und mit der Dornkrone. Und Jesus ist trotzdem der Heftigste. Und gerade weil er sozusagen die Dornkrone stolz trägt, ist er der, der er ist. Würde er klein beigeben, damit er nicht mehr gepeitscht und nicht mehr gequält wird, dann wäre er nicht der, der er ist. Und er ist gerade dadurch der, der er ist, dass er das alles erträgt und es ihm nichts kann. Und so hat es mein Vater halt verglichen. Aber ich habe da trotzdem noch keinen Zugang zu gehabt. Erst durch Hip-Hop habe ich angefangen, es auch wirklich zu fühlen. Dass man anfängt, von innen heraus sich zu bewerten und dadurch die Bewertung von außen dich nicht mehr runterdrücken kann. Man löst sich von der Außenwertung und die innere Wertung, die wird halt wichtiger. Es gibt natürlich auch die Seite hier mit A Tribe Called Quest, De La Soul, Jungle Brothers, Back to the Root, die ich auch wichtig finde. Und ich finde, es muss beides geben. Ne? Also es darf nicht das eine das andere ausschließen. Das sind zwei verschiedene Ansätze. Und es geht aber beide um das Gleiche, und zwar von der Wurzel heraus, seinen Selbstwert zurückzuholen und seine Würde zurückzuholen und sie unantastbar zu machen von allen und nicht einen Zugang zu lassen, dass egal wie oft du verbietest, ob du das nun Negerküsse, Schokoküsse nennst, erst wenn das Wort Neger oder Nigger nicht mehr als herabwürdigend betrachtet werden, dann haben wir den Kampf gewonnen. Ändert sich nicht dadurch, dass man das in irgendeiner Form totschweigt oder versucht zu terminieren. Das ist einfach nur verdrängen. Wir sollten nicht verdrängen, wir sollten verarbeiten. Es hat natürlich schon eine Umdeutung stattgefunden. Auch ein Rassist, selbst wenn er von einem Nigger redet, redet er nicht mehr von einem gepeitschten, gerechteten Menschen, mit dem man machen kann, was man will, sondern eher von Menschen, die er nicht mag, die er vielleicht für bedrohlich oder was auch immer hält, die aber wehrhaft sind, die auf jeden Fall nicht das sind, was man früher unter Niggers verstanden hat, und zwar im Besitz des weißen Mannes. Das hätten sie gerne. Und jedes Mal, wenn sie das Wort Nigger in den Mund nehmen, wissen sie auch, dass diese Zeiten vorbei sind. Selbst wenn du meinst, ich bin ein Affe, dann zeige ich dir, was ein Affe alles kann und dass ein Affe dir nicht unterlegen ist. Also entweder lässt sich von einem Affen schlagen oder ich bin kein Affe. Also eins von beiden, aber es ändert dieser Tatsache, dass ich dir nicht unterlegen bin. Wie gesagt, in Ostdorf groß geworden, weil meine Eltern aber sehr religiös, also katholisch sind, war es eben wichtig, dass ich auf eine katholische Schule gehe. So, das war dann die Schule Maria Grün, die war dann in Blankenese. Und wie man weiß, ist ja Blankenese ein sehr reicher Ort, während Ostdorf damals noch viel dreckiger aussah als heutzutage. Wenn man heute nach Ostdorf geht, echt nichts mehr von dem, wie Ostdorf damals aussah. Trist, absolut alles marode. Auf dem Spielplatz konntest du regelmäßig Heroinspritzen finden. In Blankenese war alles schön, die Leute waren nett zu uns. Ich bin nicht aufgewachsen mit dem Gefühl, der Reiche will mir was. Also ich habe da absolut nicht ein Stück Rassismus gespürt. War für mich echt voll die super heile Welt. Am liebsten wäre ich immer nach Ostdorf zurück. Weil nach Ostdorf zurück bedeutete erstmal durch Rassistenland, bis ich dann bei meiner Haustür ankomme, die Tür aufmache und dann bin ich in Afrika, in Nigeria. Und dann war es halt so, dass mein Vater mich einmal abgeholt hat. Mein Vater war halt immer am Arbeiten, am Machen, irgendwas anderes, um Essen auf den Tisch zu bringen. Hat Autos repariert, Fernseher repariert und verkauft. Andere Wege gefunden, weil Schwierigkeiten hatte durch die Behörde. Er hatte eigentlich keine Arbeitserlaubnis, er durfte nichts machen. Es ist auch so, dass Schwarz-Schwarz heiratet damals in Deutschland sehr viele Schwierigkeiten haben kann, weil es dann nicht die deutsche Seite gibt, die dafür sorgen kann, dass die Schwierigkeiten dann gelöst werden, ob es behördlich ist. Also man konnte da wirklich sehr schikaniert werden, das wurden meine Eltern auch. Dass mein Vater mich dann einmal von der Schule abgeholt hat, mit seinem Overall, da war halt übel Schmutz, weil er halt gerade ein Auto repariert hat. So, und als er mich dann abgeholt hat, da habe ich mir ein bisschen unwohl gefühlt, ne, weil die ganzen Blankeneser mit ihrem Reichtum, also die haben damit nicht geprotzt und so, aber letztendlich denen ging es gut, man hat es gesehen und mein Vater kam dann halt so ein Ford Transporter, Lieferwagen und halt im Overall sah schon ghetto aus im Verhältnis. So. Ich habe mich da ein bisschen unwohl gefühlt, so, ich habe mich ein bisschen geschämt. So. Bin dann schnell zu meinem Vater und wollte halt auch schnell weg. Und dann hat mein Vater mir eine Frage gestellt. Das war für mich auf jeden Fall, sag ich mal, etwas, das mich für mein Leben geprägt hat. Er hat mich gefragt, mein Sohn, sag mal, schämst du dich für deinen Vater? Und als er diese Frage gestellt hat, da habe ich gewusst, was wirkliche Scham bedeutet. Und ich habe seitdem begriffen, ich werde mich nie wieder für irgendetwas schämen, wofür es keinen Grund gibt, sich zu schämen, nur weil von außen einen aufgedrückt wird, dass man sich dafür schämen sollte. Es gab überhaupt keinen Grund,
sich für meinen Vater zu schämen, der alles getan hat, um der Familie ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und letztendlich in der Situation, in der er steckte, einfach nicht die Möglichkeit hatte, mich so abzuholen, wie ein Langeneser Vater seinen Sohn hätte abholen können. Ja? Und dass ich mich dafür geschämt habe, dafür schäme ich mich bis heute. Und genau aus dem Grunde ist es halt so, dass ich niemals irgendwas von mir leugnen werde, nur weil irgendjemand meint, er könnte das benutzen, um mich zu schikanieren. Lieber, sage ich mal, lasse ich mich schikanieren, behalte von innen heraus meinen Selbstwert, als dass ich einknicke, ja, um weniger schikaniert zu werden, obwohl das meine Selbstachtung und mein Selbstwert herabsetzt. Weil dieses Gefühl, was ich damals hatte, will ich nie wieder erleben. Mein Vater, ein sehr stolzer Mann, hat mir in dem Moment beigebracht, was wahrer Stolz, echter Stolz ist. Und hat mir den Unterschied zwischen falschem Stolz und wahrem Stolz in diesem Moment für immer in mein Herz gebrannt. Ich sag's niemandem, der schwarz ist, Digga, feier das Wort Nigger, aber gib einem schwarzen Bruder, ja, die Möglichkeit, den Respekt und die Achtung, dass er selber für sich entscheidet, wie er mit seiner Geschichte umgeht.